Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute steht ein ziemlich cooles Segment an. Ich finde eigentlich jedes Segment relativ cool, aber das hier ist relativ flach, kann man gut Windschatten fahren, gut auf Tempo fahren und ihr seht es auch an dem Höhenprofil, es ist relativ flach und wir fahren einen relativ guten Schnitt. Ihr seht jetzt gerade 47, 48 km/h, das ist schon ganz schön ordentlich. Das Segment hat nur 11 Höhenmeter und insgesamt eine Neigung von minus 0,3%. Also wie gesagt, relativ flach. Es ist aber 2,39 Kilometer lang. Deswegen haben wir eine besondere Taktik gemacht. Ihr seht es gerade, Konrad geht hinter. Wir haben nämlich gesagt, dass jeder dreimal vorne fährt. Konrad fängt an, macht ungefähr 400 Meter, dann mache ich 400 Meter. Dann geht er wieder vor, macht 400 Meter, ich wieder 400 Meter und er wieder ca. 400 bis 500 Meter am Schluss und ich ziehe dann nochmal den letzten Schlusssprint mit 200 Metern durch. Und das ist das erste Mal, dass wir so eine Taktik machen. Mal schauen, ob es klappt. Einmal gibt es einen kleinen Hänger, aber das sieht er gleich. Ja, jetzt mal zu der Bestenliste. Der Volker Scheib ist auf Platz 1, hat einen Schnitt von 43,1 km/h, also wirklich schnell. Eine Zeit von 3,20 und den zweiten Platz, den kennt er ja alle schon. Das ist der Andreas Dreiz mit 3,22, also knapp dahinter, 2 Sekunden plus Abstand. Und der hat eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 42,6 km/h. Ja, also echt heftig. Der Puls von Konrad noch auf 190, also noch im normalen Bereich eigentlich bei ihm. Sein Maximalpuls liegt nämlich eigentlich bei 211, also das ist schon echt heftig. Als ich das gehört habe, da war ich schon sehr verwundert, dass er das überhaupt geschafft hat. Meiner ist gerade auf 161, auch relativ normal noch. Mein Maximalpuls liegt derzeit bei 178, sowas in den Dreh, also echt nicht so gut. Konrad ist im Windschatten, tritt relativ wenig Watt, sieht man auch gerade. Da vorne müssen wir jetzt gleich rechts abbiegen. Ich sage jetzt gerade nochmal zum Konrad, dass da ein Auto kommt, deswegen, genau, da fährt es vorbei. Jetzt biegt man ab, hier liegt Schotter, das ist total beschissen und das war eben auch die Stelle, die nicht so toll geklappt hat. Wir wollten eigentlich, dass der Konrad vor der Kreuzung vor mich fährt, hat aber jetzt eben wegen dem Auto nicht funktioniert. Deswegen sind wir jetzt leicht aus dem Plan geraten und deswegen mussten wir kurz improvisieren. Hat aber ganz gut geklappt. Die Steine haben wir auch gut bewältigt. Es war nämlich eine Schwierigkeit, das wussten wir, dass da Steine liegen, aber dass da so viel liegt, haben wir jetzt auch nicht gewusst. Jetzt zieht ihr das letzte Mal an. Ihr seht, die Watt schießen in die Höhe. Jetzt haben wir schon 700, 800 Watt. 800 Watt immer noch. Also der tritt die ganze Zeit ein echt hohes Tempo. Ich bin fast nicht hinterhergekommen bei dieser Stelle. Da waren nochmal zwei Leute an der Seite, die haben sich auch gewundert mit 52 über den Radweg. Naja, echt schnelles Tempo, muss man sagen. Jetzt sagt er, ich soll rausziehen. Ich ziehe auch vorbei, Konrad tritt 0 Watt, ist auf 198 vom Puls her. Also jetzt ist er an seinem Limit mehr oder weniger. Einer ist auf 169. Ja, ich ziehe jetzt nochmal durch. Da vorne bei der Kurve, da im nächsten Ort, ist dann auch Schluss. Das Problem ist, es geht noch ziemlich weit um die Kurve rum und wir haben eine Zeit von 3 Minuten 15. Aus ist das Segment. Ja, das lief doch echt gut. Nochmal gute 4 Sekunden rausgeholt. Entschuldigung, wir hatten 3 Minuten 16. Also nochmal gute 4 Sekunden rausgeholt. Wir haben einen Schnitt von 43,9 km/h. Sehr starke Leistung, würde ich sagen. Gutes Leadout vom Konrad. Ja, haben wir gut gemacht, finde ich. Und genau, abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Folgt mir gerne auf Strava, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Seht ihr, welche Fahrradtouren ich immer so mache und welche Strecken ich so ablaufe. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich würde sagen, auch für das erste Mal wieder ganz gut. Aber dann muss man die nächste Richtung koordinieren. Weil ich glaube, ich passe von der Wechselstrategie hier. Aber ich habe halt, ich glaube vor allem beim zweiten Mal, als ich vorne dran war, habe ich mich nicht stark genug gefahren. Weil ich das jetzt auf die Kilometer geschaut habe. Ah ja, okay. Wir sind halt im Wechsel. Wir hatten glaube ich 44 im Schnitt. Also die letzten 50 Meter habe ich nicht mehr drauf geschaut, weil ich mich da auch eher auf die Kurve konzentriert habe. Ja. Und das kann schon sein, dass ich dann mal langsamer geworden bin. Aber der Vorteil ist, glaube ich, 44. Der Schlusssprint war gut, ne? Ja, gut, ja. Alter, man sieht es vielleicht auf dem Video ein bisschen. Ich bin fast nicht mehr mitgekommen. Wirklich. Ich war wirklich weg. Aber es ging dann wieder. Also, als ich wieder dran war, dann konnte ich schon wieder vorbeiziehen.
Aber, boah. Ist die schnell beschleunigt? Kann sein. Das war vielleicht ein bisschen abrupt, ja. Ja, da. Können wir auch nochmal über den Wagenfahrer, wenn wir es gekriegt haben. Aber da habe ich halt vor allem noch vorhin auf Arbeit geschaut.